Und los geht's zu einem weiteren Ferientag mit der MZ, diesmal auf dem Abenteuerspielplatz in Neuköningsaue, dem größten seiner Art in Sachsen-Anhalt. Und während sich die einen erst einmal orientieren mussten, um die schönsten Spielgeräte zu finden, drehten andere auf dem großen Teller bereits ihre Runden, verausgabten sich auf der Hüpfburg oder verwandelten sich innerhalb von Minuten in eine Katze. Nach so viel Spielspaß auf über 80.000 Quadratmetern braucht jeder einmal eine Pause. So träumte Florian in der Hängematte und Karl und Lukas resümierten über das bisher Erlebte im Strandkorb. Also, wir haben geschaukelt, das hat mir am besten gefallen. Mir hat auch das Schaukeln gefallen, weil wir da so schnell, da spüren wir richtig so den Wind und das gefällt mir auch. Aber das Labyrinth war auch schön, das war ein bisschen leicht. Für uns beiden. Ich war Erster und das war mein Kumpel war Zweiter. Florian hat in der Zwischenzeit seine Eltern zum Würstchen holen geschickt und Jenny muss erfahren, dass das Hangeln auch mit Muttis Hilfe nicht so einfach ist. Doch egal ob Hangeln, Kartfahren, Springen oder Schaukeln, die mehr als 250 Besucher hatten hier im Seeland auch an diesem Ferientag wieder eine Menge Spaß.